So, Pärchen, wieder machen. Dann macht ihr eine Reihe, wo die erste vom einen Pärchen hier steht und die erste vom anderen Pärchen hier und dann immer so weiter nach hinten weg. Eine Schlange auf der weißen Linie und die andere Hälfte da drüben. So, Schattenlaufen ist vielleicht ein Begriff. Ich muss weglaufen, du musst mich fangen. Ich muss aber immer, ich darf nur von Hütchen zu Hütchen, ich darf nicht irgendwo Stopp machen. Das heißt, ich laufe hier hin, du musst versuchen dran zu bleiben, dann gehe ich vielleicht weiter, wechsle vielleicht die Richtung und dein Job ist immer, dich nicht abhängen lassen. Wir spielen Fange, sozusagen. Wir machen einmal vor, du verfolgst mich, los, hier, schnell, 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 schnell. Gut, 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 gut. Gut, Wechsel, nächstes Pärchen ran. 8 Sekunden, erste Runde. Diese Seite läuft weg. Diese Seite muss dranbleiben. Wichtig, berührt die Linien, auf denen die Hütchen stehen und nicht irgendwo drehen, sonst kürzt die Seite, die nachläuft, immer ab. 10 Sekunden. Los. Schnell, schnell. Versuch sie abzuhängen und gegenüber versucht dran zu bleiben. Gut. Wechsel. Die nächste Pärchen ran und gleich los. Gut, gut, gut. Schnelle Richtungswechsel, schnell antreten. Und Wechsel. Nächstes Pärchen ran. Ihr habt jetzt gerade immer versucht, ich übertreibe mal, so zu laufen. Ist eine Möglichkeit, nur mit Shuffle Steps oder mit Side Steps zu arbeiten. Wir machen mal, ihr dürft euch auch drehen. Lass mich ganz kurz. Das heißt, ich darf auch so laufen, stoppen. Laufen oder ich mache mal einen Shuffle Step, aber ihr seid grundsätzlich frei in der Technik, die ihr wählt. Los geht's. Gut, 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 gut. Der Rest darf natürlich auch immer anfeuern, so ein bisschen. Wechsel, Wechsel, ran und los. Gut, gut, abhängen, versuchen abzuhängen. Los, 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 los. Gut, Wechsel. Und gleich losrennen. Gut, so muss das aussehen. Stopp. Gut gemacht. So, jetzt als Ergänzung, ich kann auch als Trainer Farben hinlegen und sagen, blau. Beide müssen gucken, wer schneller bei Blau, wer schneller bei Grün, schneller bei Rot. Oder Aktionen, wenn der wegläuft, sich auf den Bauch legt, muss die Gegenüber auch erstmal auf den Bauch, bevor sie wieder weitermachen kann. Das sind so die Variationen, die man da machen kann. Oder einfach mit der Hand muss ich jede Linie berühren, wenn ich ein bisschen eine tiefere Position will. Wieder, das hätte ich jetzt auf zwei Feldern gemacht, weil jetzt ist einfach zu viel Wartezeit, aber am Ende so 8 bis 12 Sekunden maximal. Das Tolle ist halt Wettkampf, wenn hier Action ist. So, wir haben für die Jungs Xbox, heißt das Spiel. Xbox kennt ihr, ja, ist wie PlayStation, nur Microsoft. Ein Player vorm Spielfeld und eine Spielfigur im Feld. Du guckst doch, du darfst ins Feld, ich bin der Player. Du hättest auch davor gehen können, zu spät. So, ich vorm Feld steuere und sage, wo er hinlaufen muss. Ich sage, hier, hier, hier. Er versucht immer, das Hütchen zu erreichen, auf das ich zeige. Wichtig ist, ich als Spieler lasse ihn da nie rankommen. Ich kann ihn mal so nah rankommen lassen, bevor ich das nächste Hütchen sage. Ich kann aber auch mal sagen, hier, hier. Und er macht nur einen Schritt und muss schon wieder los. Erste Runde völlig frei. Du kannst laufen, wie du willst. Du versuchst immer dorthin zu kommen, wo ich hinzeige. Alles klar? Hier. Hier. Hier, 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 hinten. Hier, 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 hier. Hier. Wechsel, wechsel. Da hinten, hinten. Stopp, stopp, stopp. Stopp. Los. Erste ins Feld. Die Nachfolgende steuert immer. Dann geht die Nachfolgende ins Feld, dann bist du dran und so weiter. Los. Fertig? Ja, los, gleich los, gleich los, gleich los. Gut, immer schnell, schnell stoppen und starten. In dem Moment, wo sie was Neues zeigt, wechselt ihr die Richtung. Nicht immer bis zum Hütchen. Wenn was Neues kommt, Richtung wechseln. Wechsel, stopp. Ja, Pause, die nächste rein. Der nächste Spieler ist am Drücker. Und gleich los. Stopp und Wechsel. Diese Gruppe hier einfach zum Vormachen. Ihr müsst immer mit der Brust oder mit den Schultern zum Spieler zeigen. Das heißt, ich darf mich niemals wegdrehen. Alles, was ich mache, muss immer mit Blick zu ihm sein, egal in welche Richtung ich mich bewege. Ihr hier drüben versucht euch immer zu drehen. Das heißt aber, der Spieler muss auch immer sagen. Ihr müsst auch immer hey oder hier oder dass er auch weiß, wann er drehen muss. Alles klar? Zweite Runde, los geht's. Immer, 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 genau, immer Blick zum Spieler. Du musst nicht zu den Hütchen gucken. Er sagt vorher Stopp, genau.
Stopp und Wechsel. Und gleich los. Gut so. Gut. Stopp, reicht. Kurz Pause, dass wir nicht schon bevor wir den ersten Ball berühren, alle tot sind. Andere Möglichkeit. Ich habe jetzt hier Farben. Jedes Feld hat mindestens einmal gelb, weiß, rot, blau. Schaut euch mal ganz kurz um, dass jeder auch ungefähr weiß. Oh, dir fehlt gelb hier, wa? Dann gebe ich dir mal noch ein gelbes. Ja. So. So kann ich als Trainer dann steuern. Alles klar? Ich sage die Farbe, ihr lauft hin. Rot. Weiß. Gelb. Blau. Gelb. Blau. Weiß. Und Wechsel. Nächstes Pärchen rein. Weiß. Rot. Gelb. Blau. Rot. Gut. Wechsel. Nee, genau. Ich versuche immer dann zu, wenn du es berührst, bist du schnell. Das ist gut. Dann bist du schneller, als ich reden kann. Das ist gut. So, machen wir jetzt nicht vor, aber Variation wäre auch zu sagen, mehrere Kommandos einzuführen, neben den Richtungen zu sagen, keine Ahnung, Boden oder Fallen, dass wir eine Rolle einmal auf den Bauch legen oder irgendwas als Bodenaktion, machen wir nicht, keine Angst. Dass wir eine Bodenaktion dazu bringen oder ich mache die Übung und sage, pro 10 Sekunden hat der Spieler einen Ball und darf einmal in den 10 Sekunden einen Ball werfen. Sie ist gerade am Rennen und ich werfe ihr einmal einen Ball hin und sie muss versuchen, den Ball im Fallen mit einer Volleyballtechnik zu erreichen oder zu spielen.